Hallo, ich habe einen Buchtipp für euch. Und zwar ein Buch aus dem Krüger Verlag von Lori Nelson Spielmann. Morgen kommt ein neuer Himmel. Ich finde, das sieht schon wunderschön aus. In Deutschland kostet dieses Buch 14,99 € und hat, Moment, ohne Danksagung und Epilog 361 Seiten. Dieses Buch eignet sich für jedermann, ob männlich, weiblich, jung oder alt. Ich finde diese Geschichte wunderschön. Lässt sie auch wunderbar jetzt zur Weihnachtszeit lesen, da diese Geschichte auch so einen Teil in der Weihnachtszeit spielt. Und ich finde ganz toll, durch das Buch hinterfragt man sein Leben und denkt nochmal drüber nach, ob man eigentlich noch den Kurs hat, den man eigentlich so für sich vorgesehen hat, oder ob man in dem Stress und dem Ganzen sich selber verloren hat und seine Ziele so aus den Augen verloren hat. Und emotional ist, man hat was zum Lachen, man hat was zum Weinen. Es ist sehr schön geschrieben und ja, man, es liest sich auch sehr gut. Zur Geschichte, es geht um die Protagonistin Brad, die 34 Jahre alt ist, der ihre Mutter Elizabeth ist verstorben. Sie hat eine Kosmetikfirma, hatte sie auf jeden Fall. Und jetzt ist es so, dass sich die Geschwister, also Brad hat noch zwei Brüder, und sie bei dem Anwalt treffen, um sozusagen ihr Erbe entgegenzunehmen. Und Brad ist immer davon ausgegangen, dass sie jetzt die neue Firmenchefin ist und hat sich schon mental darauf vorbereitet und Kurse belegt, weil sie immer so, sie wollte dem Ganzen gerecht werden und immer so das Gefühl hatte, sie ist dieser Rolle noch nicht gewachsen. Jedenfalls sitzen die jetzt an dem Tisch, jeder bekommt sein Erbe, bis auf Brad. Brad bekommt nichts. Sie ist so wütend auf ihre Mutter. Das Einzige, was sie bekommt, ist eine Liste, die sie vor Jahren in der Teenagerzeit geschrieben hat, mit Lebenszielen, die sie damals unbedingt erreichen wollte. Es sind 20 Stück, die stehen auch gleich hier vorne drauf. Moment, hier. Und ein paar hat sie natürlich erreicht. Da hat die Mutter auch immer ihren Kommentar dazu geschrieben, aber es gibt natürlich auch Ziele, die sie noch nicht erreicht hat. Und der Anwalt sagt ihr, sie muss diese Liste abarbeiten in einer ganz kurzen Zeit, also in diesem laufenden Jahr noch, damit sie ihr Erbe bekommt. Und jedes Mal, wenn sie eins dieser Ziele erreicht hat, bekommt sie einen Brief ihrer Mutter. Und das ist faszinierend, zum einen diese Briefe von der Mutter zu lesen, weil es ist so ein Dialog, wie wenn die Mutter immer noch da wäre. Und der Anwalt liest ihr jedes Mal diese Briefe vor und immer wenn Brad irgendwas sagt, dann antwortet die Mutter schon förmlich in diesem Brief. Kannte also ihre Tochter sehr gut. Zu der Liste, es sind so typische Teenager-Ziele zum Teil, ein Haus kaufen, ein Pferd kaufen, einen Hund besitzen, ewig mit der besten Freundin befreundet sein, die große Liebe und sowas finden. Und jetzt ist es so, dass Brad sagt, das geht doch gar nicht mehr. Ihre Lebensziele sehen ganz anders aus und das kann sie jetzt nicht von ihr verlangen, dass sie sich jetzt noch mit 34 ein Pferd kauft. Vor allem, wo soll sie das? Sie wohnt in der Stadt. Wo soll sie dieses Pferd hinstellen? Ja, auf jeden Fall, dieser Anwalt lässt nicht mit sich verhandeln und sie muss diese Ziele erfüllen. Und da trifft sie sich mit ihren Freundinnen und schließt so einen Pakt und besprechen so durch und denkt sich dann so, ach, so schwer ist das gar nicht. Und versucht dann die Ziele recht schnell abzuarbeiten. Zum Teil so ein bisschen schluderig, sage ich mal. Und da ist es so, dass sie das dann gar nicht so, dass der Anwalt auch weiß, dass diese Ziele so nicht erfüllt sind. Und auf einmal ist es so, durch diese Liste irgendwann freundet sie sich mit dieser Liste an und lebt sie förmlich. Sie möchte diese
Ziele erreichen, anfangs natürlich nur wegen der Briefe. Sie vermisst ihre Mutter ganz schrecklich und liebt es, so noch mit ihr im Kontakt zu sein durch die Briefe. Aber zum anderen, zum Schluss ist es so, dass sie diese Ziele merkt, dass sie ihr wichtig sind, dass sie vom Kurs abgekommen ist in ihrem Leben, dass es durchaus noch Dinge gibt, die sie erreichen möchte, die sie aber vergessen hat und sich durch ihren Partner so angepasst hat und dadurch selber so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Und dadurch verändert sich ganz viel in ihrem Leben. Es kommen neue Menschen hinzu, andere werden verloren, die nicht mehr so wichtig sind. Und ich finde, diese ganze Geschichte lässt so ein bisschen einen das eigene Leben natürlich überdenken, ob man selber noch so auf dem Pfad ist, den man finden möchte. Und ja, es endet ganz anders, als man denkt. Und was mich ein bisschen stört, das Ende hätte für mich mehr ausgeschmückt. Für mich ist das Buch noch nicht zu Ende, so wie es ist. Ich hätte gern mehr gelesen. Ich glaube, ich habe nichts gehört, dass dieses Buch weitergeht. Aber wo ich es zu Ende gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich könnte direkt wieder von vorne anfangen. Die Geschichte ist einfach so bezaubernd schön, kann ich nur sagen. Ich werde es auf jeden Fall irgendwann lesen. Ich habe es jetzt doch nicht direkt nochmal angefangen. Aber ja, sie ist so passend für unsere Zeit, weil ich finde, wir sind so schnelllebig und so auf ja, auf Erfolg und Profit und schneller, noch besser werden getrimmt, dass wir uns selber manchmal verlieren, muss ich sagen. Und ich glaube, da geht es ganz vielen so. Und ich hoffe, dass ganz viele dieses Buch lesen. Und wie gesagt, das dreht sich auch ein bisschen um die Weihnachtszeit. Wer gern jetzt weihnachtliche Bücher liest, auch wenn das jetzt nicht so erscheint, ist, es geht auch um Weihnachten. So, das war's. Ich hoffe, ganz viele lesen das Buch. Es ist lesenswert und bis bald. Bye.